Hallo Freunde der Mineralogie, hallo Achatliebhaber und leidenschaftliche Steinsammler. Ich präsentiere Ihnen hier eine Videoreihe, die auf meinem Vortrag auf der Achatbörse in Niederwörresbach fußt. Unter dem Titel Die Mineralien der Sanaa-Senke finden sich 8 Videobeiträge, die man einzeln oder in einer Playlist betrachten kann. Der erste Teil betrifft die zeitliche und geologische Einordnung des Themas. Die Sanaa-Senke erstreckt sich südlich des Hunsrücks, das ist eine ganz harte geologische Grenze, und geht Richtung Süden bis zum Pfälzer Wald, taucht dort ab. Sie geht von Alzey bis rüber nach Saarbrücken. Das bezeichnet die sichtbaren Bereiche, also die oben liegenden Bereiche dieses Molassebeckens. Es war also eine Absenkung. Und das wurde gefüllt seit der Karbonzeit mit Sedimenten, mit Kohle zum Beispiel im Karbon, mit Sandsteinen, Tonsteinen, Kalksteinen unterschiedlichster Natur, aber vor allen Dingen mit vulkanischen Ablagerungen, die ja uns auch interessieren wegen den Achaten und den Drusen, die wir dort drin finden. Also das erstmal die geografische Verortung. Das Becken geht eigentlich noch weiter bis Lothringen und bis zum Nordrand des Schwarzwaldes. Aber dort ist es mit jüngeren Gesteinen überdeckt. Hier haben wir halt diese Abfolge von Karbon bis Perm. Wenn wir uns das so auf einer geologischen Karte anschauen, die hatte ich hier als Vorbild, dann ist das Ganze nochmal in kleinere Gruppen gegliedert und das ist sehr kleinteilig, sehr fein untersucht. Die Geologie hat auch eine Heimstatt in Saarbrücken zum Beispiel, war eine ganz wichtige geologische Fakultät, gerade wegen den Kohlelagerstätten. Und das ist auch jetzt schon alles, was ich zu dieser kleinen Gruppe im Süden sagen möchte. Die Ottweiler Gruppe und die Saarbrückener Gruppe sind halt hauptsächlich Bereiche der Kohleförderung und der Karbongesteine. Bewegen wir uns in der Zeit etwas weiter nach vorne. Also vor etwa 300 Millionen Jahren, da begann bei uns in der Region Vulkanismus. Meistens Spaltenvulkanismus, große Risse in der Erde, wo große Mengen an Vulkangestein nach oben drangen. Man spricht von dicken bis zu 800, 900 Metern an Vulkangesteinen, die an die Oberfläche gedrungen sind. Die sind schwer zu verorten. Man spricht von einem Deckenvulkanismus, den wir da finden. Kam diese Masse nicht an die Oberfläche, sprechen wir von Magmatiten. Die enthalten das gleiche Material. Ihr wisst, Basalt, schwarz, keine Körner zu sehen, da sind die Achate drin. Aber in einem Gabbro, der besteht aus dem gleichen Material, aber weil er nicht an die Oberfläche kam, hatte er viel mehr Zeit zu erkalten und hat deshalb größere Körner ausgebildet. Auch darin finden sich fantastische Minerale in dieser Senke, auch die kommen nochmal zum Thema. Dann haben wir Schlote. Auch diese noch mal Thema, zum Beispiel der Karrenberg oder der Weiselberg. Das sind Vulkane in dem Sinn, wie wir uns Vulkane vorstellen. Also mit Magmakammer, der ausbricht, der auswirft. Das ist so ein klassischer Vulkan. Die werden wir also alle sehen, diese drei Typen. Ganz wesentlich sind diese ersten Typen der intermediären Flutbasalte. Das heißt intermediär, wir haben einen Kieselsäuregehalt, der recht hoch ist, die also über 50% kommt von dem Gestein, aber nicht so hoch ist wie bei den Rhyolithen. Wir werden nachher Rhyolithe kennenlernen, die haben noch höheren Kieselsäureanteil. Was ist jetzt der Vorteil von den intermediären Basalten? Sie können Blasen bilden. Das heißt, wenn die ausbrechen, entgasen die aufgrund des Druckverlustes. Wir haben Blasenbildung im Vulkanit und die Blasen bleiben erhalten. Das heißt, wir haben Hohlraum für Drusen, wir haben Hohlraum für Achate. Die können sich drin bilden. Später bei den kieselsäurereicheren Vulkaniten ist die Situation ein bisschen anders. Aber dazu später mehr.